Danke, Nicole. Aufzeichnung Aufzeichnung kommt gut an. hast du geschrieben, das ist doch prima. Klasse, also wir zeichnen auf. Tag zusammen, nochmal an der Stelle jetzt, damit es offiziell ist. Wir haben heute das Thema Big Data aus Sicht eines Startups. Und wir haben gestern auch im Twitter-Chat schon mal darüber diskutiert, was so für einen Stellenwert hat in den Unternehmen, was wie viel eingesetzt wird. Ich persönlich fand das total spannend gestern. Wir haben es das erste Mal gemacht, so ein Twitter-Chat. Und das ist klasse. Man ist zwar ganz schnell auch verloren, wenn man die Fragen dann nicht mehr sofort parat hat, aber es ist eine ganz, ganz wunderbare Möglichkeit, mal über ein Thema anders zu diskutieren. Und danke an die, die dabei waren gestern und die, die keine Zeit hatten oder aus Gründen irgendwie verhindert waren, die können gerne auch nochmal das Chatprotokoll lesen. Das haben wir in den Blog gelegt. Ja. Deswegen haben wir das eine schon mal abgehakt, sind jetzt mitten in der Woche, haben quasi Bergfest heute. Und was kann man denn Besseres machen, als ein Bergfest mit jungen, dynamischen Unternehmern zu feiern, haben wir uns gedacht. Und deswegen haben wir den Christian Vetter von HR Forecast eingeladen und gesagt, du Christian, erzähl doch mal ein bisschen was über das, was ihr eigentlich macht und wie so in den Startups das Thema Daten ankommt und warum du überhaupt auf die Idee kamst, ein Startup zu gründen, das sich mit HR-Daten beschäftigt. Und das ist auch so mal alles, was ich zur Einleitung sagen will und kann, weil alles, was er über das Unternehmen weiß und was er über sich weiß, das kann er viel lieber selbst erzählen. Und deswegen, Christian, the stage is yours. Lass uns gemeinsam mal drauf schauen, wie Data und HR zusammenpasst. Genau, und natürlich, wie das Ganze in der Praxis aussieht und mit Learning und Development zusammenhängt. Klasse, also auch ein Hallo von meiner Seite. Christian, mein Name, Christian Vetter, um genau zu sein. Ich bin einer der Gründer von HR Forecast. Und wenn man sich den Namen HR Forecast mal anschaut, der ist ja auch oben in der Präsentation zu sehen, der besteht zum einen aus HR und aus Forecast. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Personal, mit Workforce Management, wie wir es bezeichnen auf Neudeutsch. Und zum anderen mit Forecasting, also mit Simulationen, ja, Vorhersagen, wenn man es so bezeichnen kann oder darf. Und dahinter liegen eben viele, ja, statistische Methoden bis hin zu künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Und wie das Ganze letztendlich aussieht, erkläre ich euch jetzt in den nächsten, ja, ungefähr 30, 35, 40 Minuten, vielleicht auch länger, je nachdem, wie diskussionsfreudig ihr seid. Beispiele habe ich, wie gesagt, ganz viele mitgebracht. Und warum haben wir überhaupt HR Forecast gegründet? Das ist eine relativ einfache Geschichte, die aber schon echt lange zurückliegt. Das war 2010. Da waren wir gerade in den finalen Zügen unserer Abschlussarbeiten an der Hochschule. Und da hat mein heutiger Mitgründer Florian in einem Praktikum festgestellt, dass HR und Daten ja mal gar nicht so gut zusammenpassen. Dazu muss man noch als Hintergrund erwähnen, wir sind alle aus dem Gründerteam aus dem Finanz- und Controlling-Umfeld. Hätte also vor einigen Jahren noch gar nicht gedacht, dass ich mich mit dem Thema Personal mal so intensiv beschäftigen werde. Aber wie das ja so oft bei uns allen so ist, wir wissen ja oft nicht, wie es so zustande gekommen ist. Jetzt haben wir uns damals die Gedanken gemacht, auf der grünen Wiese quasi, the stage was ours, wie kann man Daten und HR dann so vereinen, dass Leute auch Mehrwert davon haben? Weil HR Controlling liefert ja schon einen gewissen Mehrwert für das Thema operatives Personalmanagement, Budget, Planungen, Kontrolle, Headcount, Demografie, Analysen etc. Diese ganzen Themen werden ja schon gemacht, haben wir auch recht schnell festgestellt. Wir haben also dann große Unternehmen gefragt. Damals dabei waren BASF, Airbus, Nokia Siemens, also die größeren Player, die verschiedene Geschäftsmodelle haben. Also Airbus als sehr langfristig planendes Unternehmen, BASF, sage ich mal, als normal planendes Unternehmen und Nokia Siemens Network als Tech-Unternehmen mit einem sehr kurzen Planungshorizont und haben die Personaler dort gefragt, warum oder was wünscht ihr euch eigentlich an HR, was sind die großen Veränderungen? Und das Ergebnis damals war, dass sich HR wandeln wird zu einem oder wandeln muss zu einem Strategietreiber, weg von dem eher administrativen und operativen, von der administrativen Rolle, die sie damals 2010 noch innehatte. Heute hat sich ja schon ein bisschen was geändert, das will ich ja auch betonen. Und warum machen die das nicht? Und die Gründe waren simpel. Erster Grund war, wir haben nicht die richtigen Methoden und Prozesse, um eine, ich sag mal, strategische Planung
abzubilden, damit wir auch forecasten können und unser Workforce eben, unsere Workforce eben zukunftsgerichtet auch ausrichten können. Zweitens, uns fehlt es an der Qualität von Daten und Qualität von Tools. Also Daten gab es ja immer schon im HR-Bereich. Qualität ist immer so ein bisschen das Fragezeichen dahinter. Und drittens, hatte ich schon ein bisschen angeteasert, ist das Thema, dass viele HRler in ihrer Rolle nicht als Strategietreiber eben wahrgenommen werden vom Management und deswegen auch oft nachgelagert erst involviert werden und deswegen auch leider Gottes reaktiv halt handeln müssen. Ja, und wir haben uns dann 2010 entsprechend entschlossen, da die Situation ein bisschen in die Hand zu nehmen und was daran zu ändern. Haben 4 Jahre getüftelt, probiert, paar Pilotprojekte hier gemacht, paar dort. Parallel waren wir aber noch gar nicht Vollzeit in unserem Startup tätig. Also ich war im Siemens-Konzern. Also ich kenne beide Welten jetzt heute. 4 Jahre Startup und 4 Jahre Großkonzern. Und wie es dann so oft ist, nach einer Zeit merkt man dann, ui, was wir da machen, kommt ja ganz gut an. Und es trifft tatsächlich genau da auch die Trends, die heute so nachgefragt werden. Und dann muss man halt entsprechend sich entscheiden, ne? Karriereleiter oder Startup. Und nachdem ich mir damals ausgerechnet hatte, dass ich noch 40 Jahre arbeiten müsste, habe ich mir überlegt, okay, ich probiere es mal, ich gehe mal ins Startup rein und wenn es nicht wird, kann ich immer noch zurückgehen. Und ich muss auch sagen, das bereue ich bis heute nicht. Bisher musste ich auch noch nicht zurückgehen. Ja, wir haben seitdem auch sehr viel getan und es hat sich viel verändert. Unser Slogan so ein bisschen lautet, wie man hier sehen kann, without data, you're just another person with an opinion. Auf Deutsch übersetzt, Daten, Fakten und Zahlen sind immer gut, um Erfahrungen und Bauchgefühl auch ein bisschen zu untermauern. Okay. Was machen wir? Was ist letztendlich unser Produkt oder unser Service? Wir liefern entsprechend Antworten auf Fragestellungen. Also man kann es ein bisschen wie Google bezeichnen. Bei Google gibt man oben ja eine Frage ein, die wäre dann bei uns im Fall, zum Beispiel in unserem Fall, wie viele Leute brauche ich in 5 Jahren, Komma, welche Leute brauche ich in 5 Jahren, Komma, und wie schaffe ich es, meine heutige Organisation zu entwickeln, dass sie in 5 Jahren dann auch genau das können, was ich benötige. Sind sehr komplexe Fragen, deswegen funktioniert Google da dann doch nicht so einfach, weil die auch sehr individuell sind. Deswegen liefern wir quasi das Ganze, die ganzen Algorithmen im Hintergrund, die Google automatisiert liefert, liefern wir quasi als Service. Das heißt, wir schauen uns ihre oder eure internen Daten an, also Geschäftszahlen, die ihr habt, also wo wollt ihr hinkommen, welche Finanzdaten, welche Finanzziele habt ihr. Wir schauen uns an, was habt ihr denn in der Belegschaft an Daten, also typischerweise Stammdaten, Recruiting-Daten, Demografiedaten, Trainingsdatenbanken natürlich, was haben eure Leute entsprechend für Trainings besucht, und schauen uns auch qualitative Daten an. Zum Beispiel aus Lebensläufen können wir herausziehen, was die Leute können, also was für Kompetenzen die haben, welche Skills die haben, etc. Dazu spielen wir noch unsere riesige Datenbank an externen Daten dazu, wie hier oben dargestellt. Da geht es dann um Daten über die Makroökonomie, über das Umfeld, in dem ihr euch bewegt. Was machen Wettbewerber? Was machen die vielleicht in Zukunft? Wie entwickelt sich der lokale Arbeitsmarkt oder die lokalen Arbeitsmärkte etc.? Dann in der Mitte hier dargestellt ist dann der Punkt, wo die ganze Magie passiert. Also da laufen dann die ganzen Algorithmen drüber. Ich fasse das einfach mal unter Big Data Technologien zusammen. Und am Ende purzeln dann entsprechend die Antworten zu euren Fragen raus. Zielen wir da entsprechend ab. Also man braucht natürlich für solche Big Data Analysen schon eine gewisse Grundgesamtheit an Personen. Also als Unternehmen mit 10, 15 Leuten sind wir wahrscheinlich eher nicht der Richtige, der da entsprechend etwas liefert. Ich sag mal, unser kleinster Kunde Hanse Wasser, der hier auch zu sehen ist, der hatte so 300 Leute. Aber wie man sehen kann, Conti, BASF etc., da geht es dann schon in die Hunderttausenden. Also ich sag mal so, die Spannweite ist zwischen 300 und 1000, Tausenden, ja. Gut, wenn irgendwie Fragen sind, natürlich jederzeit im Chat auch aufschreiben. Ich habe gesehen, momentan kam noch nichts. Ich kann also gerne unterbrechen in Form von Schreiben. Ich kann dann direkt auf die Fragen eingehen, sonst haben wir vielleicht am Ende auch gar keine Zeit mehr dazu. Ich kann jetzt leider keine Umfrage mit Handheben machen, wie ich es normalerweise an dieser Stelle machen würde, aber ich kann, nachdem ich die Antwort ja mittlerweile auch schon öfters gesehen habe, davon ausgehen, dass nicht alle hier
genau wissen, was unter Big Data zu verstehen ist, was man unter Analytics verstehen kann. Das heißt, bevor ich jetzt dann gleich in einige Praxisbeispiele reinspringe, um zu zeigen, wie man Big Data im Learning- und Development-Bereich auch dann tatsächlich einsetzt, würde ich nochmal, ja, 5, 6, 7 Minuten darüber verlieren, wie, was Big Data letztendlich ist. Also am Ende des Tages ist Big Data nichts anderes wie Daten. Allerdings ist es trotzdem anders. Und unter Big, das suggeriert ja immer so eine gewisse Größe, wird auch teilweise, finde ich, Big Data in die falsche Ecke einsortiert. Also es sind nicht immer nur große Datenmengen. Es sind zwar meistens große Daten, aber nicht immer. Was unterscheidet letztendlich dann Big Data von Normal Data? Es sind nämlich 4 Sachen. Zum einen, wie gesagt, das Volumen, dass es einfach eine sehr große Anzahl an Daten ist. Zweitens, es sind die Tools. Also man kann zwar auch Big Data in Excel behandeln, allerdings gibt es da gewisse Grenzen. Und man muss einfach, ja, man überfrachtet ein Programm, das vielleicht gar nicht so gut dafür geeignet ist. Da bietet es sich also an, mit gesonderten Datenbanken oder gesonderten Tools zu arbeiten. Außerdem gibt es noch das Thema Komplexität, der dritte Punkt hier unten genannt. Also das macht Big Data tatsächlich eher so in meinen Augen big, also das ist Big Complexity, dass man scheinbar nicht zusammenpassende Datensätze aus verschiedenen Systemen dann irgendwie zusammenführt, um dadurch dann entsprechend Einblicke zu gewähren. Und abschließend noch unten erläutert das Thema Arten von Daten. Also es gibt natürlich strukturierte Daten und unstrukturierte Daten. Strukturierte Daten sind normalerweise die Daten, die man so im täglichen Geschäftsumfeld sieht, was normalerweise aus dem BI-System so rauspurzelt. Alter, Jobbezeichnung etc. Finanzkennzahlen natürlich auch. Unstrukturierte Daten sind dann Daten, die man zwar hat, aber aus denen man auf den ersten Blick nicht unbedingt Erkenntnisse rauslesen kann. Beispiel hierfür wären jetzt in maschineller Verarbeitung gesehen ein Fließtext über eine Projektmanagementbeschreibung. Klar, wenn ich den jetzt durchlese, weiß ich ja noch schon, um was es geht. Allerdings, wenn ich jetzt ein Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern habe und 10.000 Stellenbezeichnungen oder Lebensläufe durchlesen muss, dann sitze ich da ein paar Wochen oder Monate. Big Data Technologien schaffen das Ganze eben maschinell zu verarbeiten. Aber dazu komme ich dann in den Beispielen nachher noch dazu. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, Normal Data sind Daten aus dem Alltag. Sie haben ein Gefühl dafür, wo es herkommt und wo viel es ist. Kundendaten, Produktdaten und natürlich so Personaldaten wie Kosten. Big Data kommt normalerweise aus Quellen, wo ihr gar nicht unbedingt wisst, wie viele Möglichkeiten man damit hat, was man da rauslesen kann, wie sehr diese Daten noch wachsen werden und wie sie sich verändern werden. Und typische Fälle, die wir so aus unserem Alltag kennen, ist eben die Extraktion von scheinbar lose zusammenhängenden Texten, Prosa oder Daten. Die Extraktion von Skills eben daraus und das zum anderen die Analyse von Stellenausschreibungen von Wettbewerbern. Das heißt, ich kann mir mit Daten kraken, auch wenn das Wort sehr negativ belastet ist, ist es hier in der Tat anwendbar. Ich kann mit Daten kraken, das Internet quasi downloaden und analysieren, was genau meine Wettbewerber gerade suchen, an welchem Standort und welche Fähigkeiten genau dahinter liegen. Bei Big Data redet man ja auch oft noch von so Themen wie Big Data Science, Machine Learning und Analytics. Und es sind auch teilweise Synonyme, die noch verwendet werden. Hat sich auch noch kein eindeutiger Big Data Begriff durchgesetzt. So, von welchen Daten reden wir denn jetzt, wenn wir gleich auf die Beispiele kommen? Ah, da kam gerade eine Frage rein, dann gehe ich auch Genau. kurz zurück, was eine Datenkrake ist. Ja, einfach Also, dazu nochmal kurz, Christian, für alle nochmal erklärst. Ich habe es jetzt mal gepostet, dass wir es auch haben. ja. Wie funktioniert denn so eine Datenkrake? Und ist das was, was ihr gemacht habt? Oder ist das was, genau, gut, Ja, erklär du. sehr gerne. Dann kann ich sogar hier auf der Folie bleiben. Also eine Datenkrake ist letztendlich ein Roboter oder ein Bot, der im Internet umherschwirrt und Informationen sammelt. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Patentdaten. Da gibt es die Möglichkeit, frei zugänglich weltweit Patente anzuschauen. Dann gebe ich irgendwie ein, autonomes Fahren zum Beispiel, dann kommen da alle Patente raus wie eine Google-Suche, die zu dem Thema, zu dem Stichwort etwas
zu tun haben. Und ich kann mich dann Patent für Patent durchklicken. Da gibt es bestimmt Hunderttausende und lesen, um was es da geht. Eine Datenkrake geht anders vor. Das ist ein Roboter, der würde quasi auf die Seite gehen und alle Inhalte oder die Inhalte, die man entsprechend konfiguriert, daraus ziehen. Thema Konfiguration, also ja, diese Kraken sind alle selbst entwickelt. Jetzt Patente, Stellenausschreibung etc. Das heißt, man hat da Roboter entwickelt, die springen da rein auf Stepstone oder was auch immer, ziehen die Daten ab und speichern die in der Datenbank. Hat den großen Vorteil, dass sich das Ganze, während wir alle so am Wochenende schlafen, uns ausruhen und feiern, arbeiten die halt. Und am Ende des Tages, wenn ich montags ins Büro gehe, habe ich quasi alle Hunderttausende von Stellen gedownt, quasi in meiner Datenbank drin. Das sind auch sehr, sehr große Datenbanken. Also nicht die klassischen Datenbanken, die man so kennt, sondern diese sogenannten Big Data Datenbanken. Da wird das alles gespeichert. So, damit kann ich erstmal noch gar nichts anfangen. Allerdings, wenn ich dann schlaue Algorithmen habe, die über diese Daten drüber fliegen, dann kann ich damit sehr viel anfangen. Ich erkläre es euch einfach mal anhand von einem Beispiel. Also ich habe ein Foto von einer Katze. Oder nee, ich habe hier gerade was liegen, einen Schlüssel. So, ich habe hier einen Schlüssel. Und als Mensch, wir alle hier im Call wissen genau, das ist ein Schlüssel. Der Computer sieht diese Form, weiß aber nicht, dass es ein Schlüssel ist. Oder er sieht ein Wort, in dem Fall ja Schlüssel. Wenn ich allerdings dem Computer 100 Fotos von einem Schlüssel zeige, also ein Schlüssel, der rund ist, so wie dieser hier, ein Schlüssel, der eckig ist, so wie der hier, und schwarze, braune, grüne Schlüssel etc., kaputte Schlüssel, intakte Schlüssel, dann kann der Computer lernen. Und wenn ich ihm dann einen Stapel von 10.000 Fotos gebe, in dem sich 100 Schlüsselfotos verbergen, kann ich dem Computer sagen, so such mir mal die 100 Schlüssel raus. Und der Mensch wird das natürlich auch leisten können, allerdings würde der vermutlich bei 10.000 Fotos über einen Tag sitzen. Der Computer gibt mir das quasi auf Knopfdruck, je nachdem, wie komplex das ganze Thema ist. Und somit habe ich quasi über so eine Datenkrake die Datenbank geschaffen und über die Technologie, die Big Data Technologie, Wissen extrahiert. Also was für euch hier wichtig ist, ist, dass das Thema ein gewisses Lernen, also Kalibrieren beinhaltet und dann eben erst das volle Potenzial auch entfaltet. Das heißt, ich kann der Datenkrake einfach immer sagen, was sie suchen soll, und dann tut sie das und sammelt somit all das Wesentliche zu dem Wort oder dem Begriff oder dem Bild. Genau, also die Datenkrake sucht bei uns immer erstmal alles, was wir ihr sagen, aber später in der Datenbank durchsuchen wir dann entsprechend auf Basis von diesen Suchbegriffen zum Beispiel. Also kann zum Beispiel ein klassisches Beispiel wäre, suche mir alle Leute, die Big Data können und die momentan gesucht werden von meinen Wettbewerbern. Und dann würde quasi relativ schnell herauskommen, Wettbewerber XY sucht gerade 40 Leute in München oder in Berlin, die künstliche Intelligenz können. Oder Wettbewerber B sucht gerade 20 Leute in Düsseldorf, die maschinelles Lernen können. Und somit verstehe ich eben sehr gut, was meine Wettbewerber machen. Und verstehe sehr gut, was meine Wettbewerber momentan an Themen entwickeln. Und kann mich somit als Unternehmen, wir sind noch gerade auf der strategischen Ebene, sehr gut auch entsprechend vergleichen mit solchen Unternehmen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Learning- und Development-Programm aufsetze und mir überlege, in einem gewissen Arbeitsmarkt Leute an Bord zu holen, die dann entsprechend meine Organisation digital machen und entwickeln, dann stellt sich die Frage, sind die Leute am Arbeitsmarkt überhaupt zu finden oder nicht? Das heißt, ich muss mir sowohl die Supply- als auch die Nachfrageseite angucken und eben über solche Analysen herausfinden, wie stark so ein Markt schon besetzt wird von anderen Unternehmen. Wenn ich jetzt 10 Experten suche im Bereich Analytics, um meine Mannschaft entsprechend da fit zu machen. Und ich sehe aber, in München ist der Markt schon abgegrast, dann muss ich mir überlegen, ob ich mir vielleicht einen anderen Hub oder einen anderen Standort da entsprechend suche. Okay. Ja? Gut. Was sind so die typischen Daten, die man verarbeitet? Es sind zum einen die Unternehmensdaten, wie man hier links sehen kann, Finanzkennzahlen, also Auslastung von Produktionslinien, Umsatz, Gewinn. Also ihr seht schon, es ist nicht unbedingt so, dass wir immer nur uns im HR-Silo bewegen. Im Gegenteil, wir fangen eigentlich meistens im Business-Silo an und verschmelzen dann das HR-Silo so rein. Also da geht es ja auch um das Zusammenführen von HR und Geschäft. Dann sind es Geschäftskennzahlen, wie viel Stück produziere ich, wie gut ist meine Qualität, Mitarbeiterzahlen, wie zufrieden sind meine Mitarbeiter,
Sind die engagiert? Fühlen die sich inkludiert etc.? Wie innovativ sind wir? Und natürlich letztendlich die Stammdaten. Also alles über Geschlecht, Alter, Job, Abteilung bis hin zu Daten aus Recruiting-Systemen, aus Training-Systemen ist natürlich für heute ganz besonders wichtig, um zu identifizieren, wie entsprechend sich Trainings zum Beispiel auf die Leistung oder auf die Motivation von Mitarbeitern auswirken oder wie sich Trainings auf die Auslastung im Unternehmen auswirken. Also mache ich die richtigen Trainings, um meine Auslastung auch zu erhöhen. Da haben wir eigentlich jetzt schon mal die linke Säule so ein bisschen verknüpft über dieses Beispiel. Die Frage Training und Learning und Use Cases, die kam gerade rein, die werde ich gleich, also ich werde gleich in ein Beispiel reingehen und da habe ich nur Learning und Training Use Cases eingebracht. Jetzt hatte ich jetzt mal so ein bisschen von der Strategie anzufangen und dann in die Operationalisierung zu gehen, aber das wird dann gleich nochmal, denke ich, sehr klar. Was wir eben noch hinzuspielen, sind die externen Daten, von denen ich sprach, also alles über demografische Entwicklung, Stellenbörsen, Bedarfs- und Angebotssituationen auf verschiedenen Arbeitsmärkten etc., um einfach zu verstehen, in welchem Umfeld bewege ich mich, kriege ich die Leute rein. Und das Ganze wird eben fusioniert, also es wird zusammengeführt und dadurch kann ich halt sehr viel dann anfangen. Ich habe einfach eine mächtige Datenbank. Okay, Beispiele, da sind wir schon angekommen. Hier haben wir ein konkretes Beispiel. Das ist, sage ich mal, so der klassische Service, der bei uns nachgefragt wird. Da geht es im Unternehmen oder beim Kunden in der Regel darum, Wissen sicht- und planbar zu machen. Das heißt, ein Unternehmen kommt zu uns. Nehmen wir einfach mal in dem Beispiel einen Automobilzulieferer. Ich denke, es passt ganz gut für Deutschland und es ist auch tatsächlich hier zugrunde liegend gewesen. Also ein Automobilzulieferer kommt auf uns zu und sagt, okay, in 10 Jahren fahren vielleicht 80% der Autos autonom, vielleicht 100%, vielleicht 50, vielleicht 10, ich weiß es nicht. In 10 Jahren fahren die Autos auch elektrisch, vielleicht auch nicht. Also er kommt mit einer gewissen Unsicherheit auf uns zu, hat natürlich eine Unternehmensstrategie, die dahinter liegt und möchte natürlich jetzt von uns wissen, habe ich das Know-how, das ich in Zukunft brauche oder brauchen könnte, je nach Szenario, habe ich das in meinem Unternehmen verankert? Und wo ist das vor allem? Ja, gerade bei großen Unternehmen ist es ja nicht so einfach dann auch. Wenn Hänschen wüsste, was Hänschen weiß, ja, also wenn man weiß ja nicht so genau, was alles drin steckt. So, dann, was ziehen wir so an Daten zusammen? Also wir haben in dem Fall jetzt genommen die SAP-Daten, Stammdaten, also wie alt sind die Leute, wie lange sind sie schon dabei, was für einen Job haben sie, wir haben uns die Lebensläufe dazu gespielt, wo er genau drin steht, was die Personen eben können. Hier war die Besonderheit, dass die unstrukturiert vorlagen, also nicht in einer Datenbank, sondern entsprechend also als Profile in PowerPoint oder als Dateien, PDF etc. oder in Word-Dokumenten. Wir haben uns hinzugespielt verschiedene Wissenssilos, also welche Patente wurden angemeldet, welche Brains, also welche Leute stehen dahinter, welche Köpfe, die vielleicht ein besonderes wertvolles Wissen für mich haben. Und dann Recruiting-Systeme. Wer hat sich in letzter Zeit beworben? Haben wir die Leute angenommen oder nicht? Also haben wir quasi das Wissen akzeptiert oder haben wir das Wissen nicht angenommen, das wir gebraucht haben, etc. etc. Ganz, ganz viele Daten. Training-Daten waren da auch drin. Da haben eben die Leute hinterlegt, welche Schulung konkret sie gemacht haben oder welche Zertifizierung sie gemacht haben, etc. Bildungshintergrund war noch drin, das ist hier alles nicht aufgelistet. Also man sucht Daten, egal wo, sehr viele Datensilos kommen da auch entsprechend ins Spiel und die Formate spielen erstmal keine Rolle. Die würfel ich mir alle zusammen und dann lasse ich eben meine Algorithmen da drüber laufen und extrahiere aus diesen vielen Datensätzen dann Skills heraus. In dem konkreten Fall haben wir ungefähr 11 Skills pro Person identifiziert. Wie konnten wir das machen? Also dahinter liegt eine ganz, ganz große Skill-Datenbank, die umfasst ungefähr 10.000 verschiedene Skills auf einem sehr, sehr niedrigen Level. Also sehr konkrete Programmiersprachen zum Beispiel oder ganz bestimmte Technologien. Und somit habe ich die Möglichkeit, dadurch, dass diese Datenbank in einer Hierarchie liegt, auch die Auswertung dann entsprechend nicht nur auf der untersten Ebene zu machen, sondern auch hoch zu aggregieren. Also ich will jetzt vielleicht nicht konkret wissen, wer kann alles Java, wer kann alles C++ programmieren, sondern ich will einfach nur wissen, wer kann denn generell überhaupt programmieren bei mir. So, damit haben wir eine riesen Datenbank geschaffen, die eine gewisse Flexibilität hat. Und dann geht es natürlich darum, da erstmal daraus zu lernen. Und wir haben erstmal, wie auf der Folie dargestellt, strategisch angefangen. Das heißt, wir haben uns angeschaut für jeden Bereich, in dem Fall jetzt exemplarisch, sind natürlich keine echten Daten, IT, Vertrieb, Logistik etc.
Wie viel Bereich, wie viele Leute in diesem Umfeld, in diesem Bereich haben denn Wissen, das ich in Zukunft unbedingt brauchen werde? Wie viele Leute haben Wissen, das ich in Zukunft auf gar keinen Fall brauchen werde, wie hier in Rot dargestellt? Und wie viele Leute haben Wissen, dass, ja, das, sag ich mal, so weiterläuft, zumindest die nächsten 5 Jahre sind die Leute, oder 10 Jahre, je nachdem, wie weit man da schaut, sind die Leute, oder wie man auch bewertet, sind da Leute in meinem Unternehmen noch employable, wie man so schön sagt, aber da, ich muss schon tätig werden und die durch Training und Entwicklung entsprechend am Zahn der Zeit halten. So, man sieht jetzt hier konkret, HR und Einkauf sind nicht gut aufgestellt. Da leuchtet das ja relativ rot. Ist natürlich jetzt nur ein Zufall, dass der HR da drin steht. Das sind ja keine echten Daten. Ist klar, Und das musst du jetzt sagen, Christian. ja, das muss ich sagen, richtig. Und im Servicebereich und in der IT sind, ja, gerade im Servicebereich sind die Leute eigentlich schon sehr gut aufgestellt. Das heißt, hier muss ich gucken, die Leute im Unternehmen halten, natürlich weiterentwickeln und gucken, wie dieses Wissen, was die Leute hier haben, auch auf andere Bereiche entsprechend weitergegeben werden kann. Eine andere Darstellung wäre dann, über diese eine Verfügbarkeitsanalyse zu machen, wie ich vorhin schon erwähnte, wirklich konkrete Skills zu suchen oder auch Gruppen, wie viele Leute können eigentlich programmieren, wo sitzen die etc. Was bringt mir die Analyse? Ich kann quasi tatsächlich dann hingehen, also dann gibt es auch ein Dashboard für einen Kunden und um eintragen, welchen Skill ich suche, zum Beispiel Projektmanagement. Und dann würden mir alle Leute oder alle Bereiche ausgeworfen werden, wo dieses Wissen vorhanden ist. Plus natürlich noch die anderen Skills, die diese Personen haben, die dieses Wissen mitbringen. Christian, kam gerade Ja, eine spannende Frage im habe ich Chat. gerade gesehen. Ja, Woher wisst ihr denn, was das Wissen der Zukunft ist? genau. Also woher wir wissen, was das Wissen der Zukunft ist, das wissen wir natürlich nur bedingt. Wir haben natürlich gewisse Benchmarks, die damit einfließen. Wir sind ja auch, dadurch, dass wir mittlerweile sehr viele Projekte gemacht haben, auch branchenweit ganz gut aufgestellt, was das Wissen betrifft, aber am Ende weiß es der Kunde am allerbesten, was das Wissen ist. Das heißt, wir gehen hin, machen Workshops, deswegen auch dieses Thema Service und nicht Tool. Wir verkaufen ja kein Tool für euch, sondern einen Service. Ich setze mich mit der Geschäftsführung hin oder mit der Strategie oder mit der, wer auch immer der entsprechende Ansprechpartner ist, mit der Technologieabteilung und schaue mir tatsächlich an, was für Produkte produziert ihr in Zukunft, wie sieht die Unternehmensstrategie aus und übersetze das Ganze dann in von der Strategie über Technologien, über Produkte bis hin zu Skills runter. Das kann auf verschiedenen Flughöhen passieren. Also die meisten Unternehmen gehen da eher so grob vor und sagen, ja generell, wir brauchen Analytics-Erfahrung, wir brauchen Big Data, wir brauchen Cloud. Und wir würden das Ganze dann entsprechend mit unseren 10.000 Skills, die wir mitbringen, dann übereinander legen. Das heißt, diese Kundenworkshops, diese dauern in der Regel so ein bis zwei Tage oder ja oder ein Tag normalerweise, um das runterzubrechen und dann würden wir quasi wieder in die dunkle Kammer verschwinden und das Ganze übersetzen in unsere Technologie. Da kam noch eine Frage bezüglich der Technologie dahinter. Also das sind alles eigenentwickelte Algorithmen, verschiedene Verfahren, die wir da anwenden. Letztendlich geht es darum, beim Herunterbrechen über die Workshops geht es. Da spielt keine Big Data Technologie keine Rolle. Das geht einfach darum zu fragen, ne? Klassische Beratung mit den Leuten einfach gemeinsam am Tisch zu sitzen und zu arbeiten, wie sich eine zukünftige Strategie in Technologien übersetzt und in Skills. Und die Magie passiert dann natürlich, sobald das Ganze abgeschlossen ist, im Hintergrund über die Algorithmen. Jetzt habt ihr ja hier, ganz kurz bevor ich meine Frage poste, Nicole fragt, einige Personen dokumentieren nicht das Wissen. Ich lese es mal kurz vor. Okay. Okay, die Frage geht nach dem, was ist, wenn ein Skill Gap besteht? Ja. Was machen wir Ja. dann? Genau, da kommen wir jetzt gleich dazu. Noch die Frage, das beinhaltet mehrere Fragen. Also klar, Leute dokumentieren teilweise ja Sachen. Wir hatten tatsächlich schon gesehen, da stand irgendwie Scuba Diving irgendwo mal drin. Also hat wohl irgendwer tatsächlich in irgendeinem System eingegeben, dass er halt Scuba Diving macht. Bringt jetzt in dem Fall nicht viel, aber es kann ja sein, dass der in seiner Freizeit irgendwie programmiert oder so. Was ja durchaus spannend ist. Und dann würden wir in dem Fall nicht mit einzelnen Personen sprechen, weil wir eben sagen, das ist hier eine strategische Ebene und wir können davon ausgehen, dass es eine gewisse Genauigkeit hat. Was wir konkret hier gemacht haben, wir haben uns 20 Leute stichprobenartig rausgesucht, mit Interviews mit denen geführt und konkret das, was wir rausgezogen haben, mit ihrem Profil im Interview nochmal abgeglichen. Es waren auch Freiwillige, die es natürlich machen wollten.
Und da kam dann raus, dass wir ungefähr no über 90% Deckung hatten, was wir quasi aus den Daten ausgezogen haben, mit dem, was die Person eingegeben hat. Und darüber hinaus haben wir noch weitere Skills identifiziert, die Person im Interview jetzt nicht genannt hatte, weil Leute denken normalerweise immer so an das, was sie gerade tun und an den Projekten, an denen sie gerade arbeiten. Aber irgendwo stand im Lebenslauf drin, dass der im letzten Unternehmen in der Luftfahrtbranche gearbeitet hatte und deswegen autonome Flugsysteme gebaut hat, was ja durchaus interessant ist für einen Zulieferer, der jetzt autonome Fahrsysteme baut. Das heißt, der wäre da gar nicht so unbedingt drauf gekommen, aber wir haben es eben über die historischen Daten dann drin. So, und zum Thema Skill Gap, was im Nachgang passiert, da gehe ich mal auf die nächste Folie. Das sehen wir hier, jetzt auf einem operativeren Level. Hier sehen wir quasi eine konkrete Funktion, den Systemingenieur, also ein Profil. Von dem habe ich jetzt einfach mal als Beispiel 324 zu viele in meinem Unternehmen. Das heißt, ich muss die irgendwie anders verteilen. Also Learning, da sind wir jetzt mitten im Learning und Development drin. Über diese Analysen, die ich gefahren habe mit den Daten, kann ich mir ja entsprechende Profile bauen, also Skill-Profile von jedem Mitarbeiter bauen. Und habe ein Soll-Profil. Also jeder Job hat ein Profil, eine Anforderung und jeder Mitarbeiter hat etwas, was er quasi hergibt. Das ist ungefähr wie eine Partnerbörse, kann man sich das vorstellen. Man muss halt eben gucken, was am besten zusammenpasst. Das heißt, in dem Fall haben wir über die Algorithmen herausgefunden, dass der Senior System Engineer, also quasi die nächsthöhere Stufe in diesem Karrieremodell, sehr ähnliche Profile hat und ein Großteil oder viele Leute, um genau zu sein, 79 Leute schon von ihrem Entwicklungsstand so weit sind, dass sie relativ schnell mit relativ wenig Kosten dahin entwickelt werden können. Einfach mal hier exemplarisch mit 91% Übereinstimmung dargestellt. Natürlich ist es dann individuell nochmal zu erörtern, was konkret jetzt noch fehlt, um dann die richtigen Maßnahmen anbieten zu können. Wiederum haben wir herausgefunden, dass in einem ganz anderen Karriereprofil, nämlich dem Projektingenieur, auch eine sehr hohe Übereinstimmung stattfindet mit dem oder existiert mit dem Systemingenieur. Das heißt, der Vorteil ist, wenn man sich auf Skills bewegt im Vergleich zu Profilen, dass man scheinbar eher unbekannte Zusammenhänge auch ganz gut erkennt. Und ein Großteil dieser Leute, also in dem Fall 200 Leute, können relativ gut, jetzt in dem Fall mit 76% Übereinstimmung, auch in dieses Profil integriert werden. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Projektingenieur eine Unterdeckung hat und mehr Leute benötigt. Dann kann ich eben so sehr kostengünstig und auch effizient die Lücke, den Skill Gap hier natürlich füllen. Und hier ist aber auch nochmal der Vollständigkeit halber auch dargestellt, dass natürlich immer Leute auch dann dabei sind, die nicht so gut auf andere Skillprofile passen und tatsächlich diese 44, in dem Fall, die muss ich mir natürlich dann individuell anschauen. Also die Daten lösen da jetzt nicht alle Probleme oder alle Themen, aber sie geben zumindest eine relativ gute Indikation, wie gut ich in Summe aufgestellt bin, auf welche konkreten Profile oder welche Person ich mich fokussieren sollte als HRler, nämlich auf diese 44 und welche ich relativ gut auch strategisch weiterentwickeln kann. Was dann jetzt theoretisch, um den Skill Gap zu schließen, hier nochmal spannend wäre, drauf zu gucken, inwieweit die Verknüpfung mit externen Daten dann dazu führen könnte, dass das System direkt auch Weiterbildungen vorschlägt. Also wenn du sagst, wir haben hier 44 Leute, die entwickelt werden müssen, Ja. wir haben den Skill Gap, dann, liebes System, zieh mir doch mal genau die Trainings und was auch immer du findest im Netz und schlag mir das mal vor, dass ich gucken kann, was ich außerhalb meiner Company noch machen kann, abgesehen davon, dass ich natürlich meine eigenen Programme im Unternehmen habe. Genau, man könnte zum Beispiel jetzt auch von verschiedenen MOOCs oder anderen Plattformen entsprechend die Trainings dazu spielen, also auch einen Trainingskatalog einfach bauen und dann entsprechend hinterlegen, wo diese Trainings angeboten werden und was die kosten. Und somit könnte ich mir quasi, eine gute Anmerkung gewesen, könnte ich mir quasi auf Knopfdruck ausrechnen, was mich die Transformation auch kostet in Form von Trainings. Genau. Es wurde ja vorhin nochmal so ein bisschen auch zur Technologie gefragt. Ich habe versucht, mal ein bisschen zu visualisieren. Also man sieht entsprechend verschiedene Skills hier dargestellt. Und diese Skills, gute Frage, ich gehe gleich darauf ein. Diese Skills sind natürlich miteinander verwandt. Also teilweise gibt es Skills, die sehr eng miteinander verwandt sind und teilweise gibt es Skills, die sehr weit voneinander entfernt sind. Und somit, das ist letztendlich technisch so ein bisschen eine Distanzmessung, kann ich mir natürlich sehr gut auch berechnen, wie ich jemanden in ein ähnliches Profil rüber entwickeln kann. Also eine andere Programmiersprache. Das heißt, programmieren grundsätzlich kann er, aber eine andere eigentlich nicht. Deswegen ist es leichter, den reinzuwickeln, als jemanden, der jetzt gar nicht programmieren kann.
So, und jetzt zur Frage, wenn die Trainings auch noch automatisch zugeordnet werden, braucht man überhaupt HR noch? Die kann ich auch sehr wohl beantworten. Natürlich braucht man HR noch, weil die Trainings müssen ja auch entsprechend umgesetzt werden und definiert werden. Und die Daten beantworten nicht die Fragen, sondern die geben nur Hinweise, die machen Vorschläge. Also die Entscheidung trifft ja immer noch der Mensch. Es ist ja auch teilweise so, dass, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, ich habe jetzt ja hier eine Person, die fast geeignet ist für mein neues Profil und dann schlägt das Tool vielleicht ein paar Lösungen vor, aber ich weiß ja nicht, ob die Person überhaupt Lust auf dieses Training hat oder das überhaupt möchte. Und deswegen ist es immer noch die Entscheidung am Ende vom HR-Manager oder von HR an sich eben so mit im Gespräch dann herauszufinden, was jetzt da die passende Lösung ist. Was es letztendlich aber wirklich sehr gut macht, dieses Big Data-Thema, ist einfach mal aus einem sehr komplexen Umfeld einfach so viel Komplexität auch rauszunehmen, dass Themen sehr transparent werden und Entscheidungen einfach sehr schnell und viel einfacher gemacht werden sollten. Genau, und spätestens bei den Maßnahmen sollten tatsächlich die Teilnehmer entscheiden. Und das ist nämlich auch, ich habe ein gutes Beispiel, wir hatten mal ein Gesundheitsprojekt und dann ist einer in einem Werk einfach umgefallen, ne? Und er hat das ganze Werk entsprechend Herz-Kreislauf-Training machen müssen. Allerdings ist es natürlich wie mit der Gießkanne. Der eine braucht das eine Training, der andere braucht das andere Training. Vielleicht ist es einfach nur umgefallen, weil er irgendwie am Vortag zu viel, was weiß ich, gefeiert hat oder so. Aber eigentlich kerngesund ist, ja. Und wenn der Rest vom Werk auch super kerngesund ist, dann bringt es nämlich gar nichts, die dazu zu zwingen, in Form von einer gesunden Werkskultur diese Trainings zu machen, sondern das wirklich nur für den Einzelnen zu bestimmen, was für ein Training da gut ist. Und diese Algorithmen helfen eben da sehr gut herauszufiltern, was mögliche Trainings sind, um dann eben im Nachgang zu sagen, wir haben hier überlegt, die drei Sachen könnten interessant für dich sein, hast du da nicht Lust drauf? Und so wäre das dann zum Beispiel in dem konkreten Gesundheitsfall. Und gerade Christian, nochmal kurz die Diskussion mit Steffen. Das selbstbestimmte Entwicklung kann so eingeschränkt werden. Es ist natürlich eine Gefahr, die man sehen kann, ne? Dass das System dir sofort alles vorschlägt und du dann eben selbst nicht mehr auswählen kannst. Die positive Seite ist, dass das, was dir das System vorschlägt, ja eine viel größere Vielfalt bietet als das, was vielleicht der Personalentwickler in seinem Toolset so hat. Richtig. Einfach mal auch wieder ein Beispiel, wenn jetzt einer sagt, ich will unbedingt mich im Bereich Dieselmotoren weiterentwickeln, weil das meine Selbstbestimmung ist. Meine Unternehmensstrategie sagt mir allerdings ganz klar, ich gehe in die hybride Technologie rein. Dann ist Selbstbestimmung zu einem gewissen Grad natürlich gut für eine Person. Allerdings, wenn es 0, nada meinem strategischen Unternehmenszweck dient, dann ist es doch durchaus zu hinterfragen, ob das dann Sinn macht, so ein Training anzubieten und nicht vielleicht dann was Besseres zu finden. Deswegen, ich gehe da auch eher auf den zweiten Punkt, den du genannt hattest, auf die Vielfalt und sage, man kann auch, wenn man diese strategische Komponente mit dem Training und dem Learning und dem Development verknüpft, kann ich auch sehr viel bieten, was ich vielleicht erst in 5 oder 10 Jahren dann auch, was dann die Eckpfeiler meines Unternehmens sind, was vielleicht in meiner heutigen Training und Development Landkarte noch gar nicht so enthalten sind und kann entsprechend Leute auch langfristig selbstbestimmt in die strategische Richtung entwickeln. Ja. Das heißt, ich schränke es gewissermaßen vielleicht ein, weil es strategisch orientiert ist, aber somit habe ich, denke ich, doch am Ende eine Win-Win-Situation geschaffen, weil mein Unternehmen profitiert. Vielleicht, dass die Leute sich immer strategisch entwickeln und der Mitarbeiter profitiert auch dadurch, dass er entsprechend ja ein gutes Portfolio an Maßnahmen trotzdem vorgeschlagen bekommt, die ihm jetzt helfen und sicherlich da die eine oder andere Sache auch dabei ist dann. Genau. Okay. Ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Wir sind gut unterwegs. Ja, wir sind auch schon am Ende angekommen von den Folien her. Dann können wir gerne noch ein bisschen in die Diskussion auch gehen oder in den Chat. Was braucht man letztendlich? Das klingt jetzt alles so ein bisschen nach hochautomatisiert und auf Knopfdruck. Das ist natürlich in einem gewissen Endstadium auch so. Allerdings gehört viel mehr dazu, als Daten zu beherrschen. Das ist uns natürlich auch bewusst. Und das ist auch der Grund, warum wir das als Service entsprechend anbieten. Ich sag mal, eine perfekte strategische Planung. Daten, also perfekte Personaldaten bringen mir gar nichts, wenn ich einen ganz schlechten Planungsprozess habe. Andersrum bringt mir ein extrem guter Entwicklungsprozess gar nichts, wenn ich nicht die Daten dafür habe. Insofern sind es so ein bisschen die Big Four, habe ich es genannt, die großen vier von Data Analytics oder von Big Data. Ganz wichtig oder am allerwichtigsten ist der Mensch, weil der am Ende die Entscheidungen trifft. Ich muss die Datenexperten mit den HR-Experten, den Entwicklungsexperten
und den Unternehmensstrategen an einen Tisch bringen. Weil nur wenn die miteinander reden, also interdisziplinär arbeiten, dann kriege ich letztendlich auch die strategischen Lösungen auf den Tisch und kann es auch umsetzen. Das Thema Daten, oben rechts dargestellt, Daten sammeln, Daten speichern, auf Daten zugreifen, ist natürlich auch sehr wichtig, dass ich das schnell machen kann. Die meisten Unternehmen haben allerdings schon recht viele Daten. Also das Thema Datenqualität ist ja, so sage ich mal, immer das größte Fragezeichen. Je nachdem, wie tief ich reingehen möchte in so eine Analyse, in so ein Training, in so eine Trainingstrategie, kann ich mit einer gewissen Unschärfe leben, sagt die Erfahrung. Dann zum Thema Tools und Expertise. Die brauche ich natürlich. Also wenn ich gute Daten habe, aber keine guten Tools, kann ich die Daten nicht verarbeiten. Bis hin zu ganz einfachen Sachen wie Daten visualisieren. Das Auge ist ja auch mit. Man muss ja auch verstehen, was da am Ende rauskommt. Und abschließend, die Prozesse und Methoden sind ganz wichtig. Also ich brauche die richtigen Strukturen, ich brauche die Prozesse etc. Und nur wenn ich diese vier Komponenten in Einklang bringe, kann ich Big Data nutzen. Wir nennen das Ganze dann Data-Driven Decision Making, also die Entscheidungsfindung auf Basis von Daten, allerdings nicht durch Daten. Das heißt, hier nochmal auch dargestellt, die Vorschläge und die Analysen, die kommen durch die Daten. Die Entscheidung trifft aber am Ende immer der Mensch. So. Damit wäre ich sozusagen erstmal durch. Ja, hätte noch ein paar Minuten Zeit für Fragen oder Reaktionen. Gucken gerade noch mal rüber auf den Chat, Christian. Da sagt Nicole sagt nee, Marlies hat geschrieben, wenn hier so viel von Maßnahmen die Rede ist, sind wir weit weg vom Arbeitsplatzlernen. Ich hatte dazu angemerkt, dass natürlich der Arbeitsplatz ja als Lernhilfe auch oder als Platz des Lernens, des täglichen Lernens natürlich mit integriert werden kann in in die Suche und in die Vorschläge. Das hat Nicole auch gerade nochmal dazu geschrieben. Also Learning Nuggets und Arbeitshilfen können ja vorgeschlagen werden. Ja, Mentoring ist ein guter Punkt, den Nicole hier vorschlägt. Da hatten wir auch jetzt einen Fall, wir hatten ein Unternehmen und es hatte Fluktuationsprobleme. Das heißt, die Fragestellung war, können wir nicht die Treiber hinter der Fluktuation identifizieren? Und da war tatsächlich einer der Haupttreiber, die identifiziert wurden, dass zu viele junge Leute auf zu wenig erfahrene Leute kommen. Also das Unternehmen ist sehr stark gewachsen. Wir haben analysiert, okay, wenn Leute gehen, dann gehen sie sogar in den ersten 2 Jahren. Sprich, die werden nicht richtig geonboardet. Warum werden die nicht richtig geonboardet? Und dann haben wir eben über die Strukturanalyse herausgefunden, gerade in den Abteilungen, wo sehr, sehr wenig erfahrene Leute waren durch das hohe Wachstum, sind die Leute alle wieder gegangen. Das liegt daran, dass die Erfahrenen nicht mehr zu ihrem eigentlichen Job kommen, weil sie nur noch lernen, also Mentoring machen und die Jungen eben somit nicht gut integriert werden. Und das war ein sehr wichtiges Finding für dieses Unternehmen, weil es entsprechend jetzt das ganze Thema Learning am Arbeitsplatz, also Mentoring gehört ja auch dazu, entsprechend nochmal komplett neu aufsetzt. Okay, Frage von Joachim. Magst du sie direkt stellen, Joachim? Ich kann auch kurz vorlesen. Na gut. Wie schätzt ihr qualitativ die typische Skills- und Kompetenzstrategie der Unternehmen ein? Die Strategie, nicht so gut. Also es gibt Unternehmen, die machen sich da sehr viele Gedanken, allerdings teilweise auch leider ein bisschen zu viel im Detail. Also auch hier so ein Tipp vom Startup an andere, einfach mal loslegen ist ja manchmal mehr. Also einfach mal zu erheben, wie sieht meine Skill-Landschaft eigentlich überhaupt aus, bevor ich mir über meine Strategie Gedanken mache. Am Ende des Tages wird so viel über Kompetenzmodelle überlegt, was führe ich da ein, an was richte ich mich da, dass ich gar nicht weiß, vielleicht, ob das überhaupt auf mein Unternehmen passt. Auf strategischer Seite, also die Ableitung der Kompetenzen der Zukunft und Skills aufgrund von dem, wo ich mich hinentwickle, sieht wirklich schlecht aus. Dann braucht man diese Workshops, da muss man zusammensetzen, weil diesen Schritt machen momentan eigentlich fast gar keine Unternehmen. Recht kurz und knapp. Gucken mal drauf. Aha, ja, da kam gerade schon eine gute Frage, kamen gleich zwei Fragen rein. Das Abstimmen. Persönliche Lernstrategie hilft dem Mitarbeiter auch am Arbeitsplatz für die. Genau, richtig. So. Und die Frage von Joachim hier nochmal bezüglich der Akzeptanz. Also wir reden jetzt von sehr vielen personenbezogenen Daten und von sehr viel ja, individuellen Themen. Hier ist es natürlich, das Akzeptanzthema ist ganz groß. Wie lösen wir das?
sind zwei Themen. Zum einen gehen wir erstmal strategisch rein und tasten uns sozusagen langsam runter, bis wohin man gehen kann mit der Akzeptanz. Normalerweise sind die Auftraggeber bei uns auch entsprechend die Strategen, die erstmal nur wissen wollen, welches Wissen habe ich, wo geht die Reise hin, habe ich das richtige Wissen? Check. Wenn wir dann wirklich runtergehen in individuelle Entwicklung, dann muss man natürlich schon schauen, dass die Datenqualität entsprechend hoch ist und dass Akzeptanz vorab geschaffen wird. Gerade in Deutschland haben wir da durchaus ein paar Probleme bezüglich Betriebsrat auch und Datenschutz. Dadurch, dass wir viele globale Unternehmen haben, fangen die oft im Ausland an, lernen dadurch und sagen dann in Deutschland, schaut mal, was wir Tolles rausgefunden haben. Ist es nicht was auch für den Betriebsrat, also ist es nicht auch ein Thema für Deutschland und damit wird der Betriebsrat automatisch damit beschäftigt. Und dadurch, dass wir in Szenarien arbeiten, wo es wirklich um Weiterentwicklung geht und nicht um die Identifikation geht, wen man in Zukunft nicht mehr braucht, ist der Betriebsrat da generell auch dabei. Und wenn man dann schon konkrete Beispiele aus dem Unternehmen hat, wird da relativ schnell Akzeptanz geschaffen. Aber man muss natürlich die Schleife drehen, das ist ganz wichtig. Habt ihr, oder hast du, Christian, in dem Fall mal so ein Beispiel, wo du sagst, wow, da hat das, was wir gemacht haben, dem Unternehmen, das mal die Augen geöffnet, oder es gab so einen riesen Insight für die Beteiligten? Ja, das gibt ein Beispiel, und zwar das Unternehmen Continental, Automobilzulieferer, kennt man ja wahrscheinlich, hat mit uns ein Projekt gemacht, jetzt Anfang diesen Jahres, und wir haben dafür auch den European Excellence Award am Ende des Tages bekommen für HR Analytics, für die Kategorie. Und was war das Ergebnis? Wir haben entsprechend genau das ungefähr getan, was ich vorhin erwähnt hatte. Wir haben die Strategie runtergebrochen auf die Anforderungen der Zukunft, haben dann uns angeschaut, was für Wissen momentan verfügbar ist, und dann im ersten Schritt jetzt mal nur auf strategischer Ebene die Personalentwicklung, aber auch Einstellungen entsprechend gesteuert. Also man sieht ja auch aus der Presse jetzt, dass die in Indien zum Beispiel 3000 neue Ingenieure einstellen etc. Das sind Sachen, die kann ich erzählen, weil die ja entsprechend da drin stehen, und das sind eben alles Maßnahmen, die auf Basis von solchen Projekten dann entsprechend gefällt werden. Und natürlich geht es nicht darum, einfach nur Ingenieure einzustellen, sondern auch genau die Profile, die eingestellt werden müssen, dann zu beschreiben. Also welche konkreten Kompetenzen die brauchen, welche Programmiersprachen dahinter stehen. Und das Ganze natürlich auf die vielen globalen Hubs, die haben, ist ja nicht nur Indien, sondern auch andere Länder dann entsprechend zu verteilen. Jetzt bezogen auf Learning kam auch sehr viel raus. Also die haben eher so den Aspekt, dass sie Wissen erhalten müssen. Aber natürlich geht es dann auch hier darum, die richtige Perspektive zu bieten, dass, wie ich vorhin auch erwähnt hatte, das richtige Verhältnis zwischen Erfahrung und frischen Mitarbeitern zu finden, um dann die Leute auch im Unternehmen zu halten und entsprechend auch zu entwickeln. Es gibt ja auch immer so Zahlen, so ist 15% Fluktuation gut oder schlecht, ne? Und da sage ich immer, es kommt drauf an. In der IT, wo sich alle 2 Jahre das Wissen erneuert, ist 15% ziemlich gut, weil du kannst ja ziemlich sozial schonend immer das neue Wissen von der Hochschule holen. In einem anderen Bereich ist 1% schon zu viel, ja? Also insofern, solche Fragen können damit eben auch gut beantwortet werden. Und Learning und Development, das ganze Modell, Mitarbeiter kommt rein, wird entwickelt, geht raus, hängt natürlich damit unmittelbar zusammen. Weil wann geht man? Wegen der fehlenden Karriereperspektive letztendlich und der fehlenden Stimmt. Entwicklung. Wir sind ja jetzt in der Woche und unser Thema bei der Arealwoche ist L&D als Innovationstreiber für den Digital Workplace. Und was du jetzt so alles erzählst, da ist mir gar nicht mehr so Angst und Bange um das Thema Big Data, weil ich glaube, dass wir über den Umgang mit Big Data und in der Art und Weise, wie ihr es jetzt auch gemacht habt, und über die Use Cases, die du auch vorgestellt hast, dass wir Ja. da einen großen strategischen Impact haben als Learning und Development. Oder wie siehst du das, Christian? Ja, also der kommt größtenteils strategisch erstmal rein, der Impact. Liegt natürlich auch ein bisschen an unserer DNA. Wir kommen halt auch aus der Strategie raus. Ich sag mal so, wir entwickeln natürlich schon auch an Tools, dass wir früher oder später dann das Ganze auch, sage ich mal, bedienbar machen für die HR-Abteilung, dass man solche Themen dann, sofern man die richtige Datenlandschaft dann hat, auch auf Tagesbasis einfach, ne, operativ lösen kann und tatsächlich individuelle Entwicklungspläne macht. Somit ist man dann nicht mehr so arg in der Strategie drin, sondern eher in der Operationalisierung. Aber die ist natürlich auch nur so gut wie die Strategie. Und das ist, glaube ich, so der Kernaspekt. Es wird sehr viel im Operativen verbessert und effizienter gestaltet. Wenn allerdings die Strategie und das Operative nicht Hand in Hand gehen, dann sage ich mal, meiner Meinung nach ist es ein bisschen am falschen Ende gespart. Insofern
sind wir immer große Befürworter davon, erstmal mit der Strategie anzufangen und dann in die operationale Effizienz reinzugehen. Okay. Ein Use Case hattest du ja schon vorgestellt. Ihr habt mal bei Conti die Fluktuation beziehungsweise das neue Modell angeschaut. Frage jetzt mal an die Teilnehmer im Webcast hier. Wir wollen nämlich auch gleich, wenn die Zeit um ist, auf dem Blog weiter diskutieren. Wie könnten denn bei euch Anwendungsfälle oder Use Cases für Big Data Analytics aussehen? Habt ihr da jetzt auf Grundlage dessen, was Christian so erzählt hat, direkt schon was parat oder ist es noch zu abstrakt? Ist es noch zu auf die Flughöhe noch zu hoch? Einmal kurz ein Statement bitte im Chat, damit ich weiß, wo wir gleich einsteigen. Dann kann Christian auch dazu noch mal was sagen. Und dann natürlich die Einladung an alle, dass wenn gleich 14 Uhr vorbei ist, wir uns noch mal im Blog sehen und da gerne auch weiter darüber diskutieren, wie denn Use Cases aussehen. Weil natürlich will ich auch das Thema Innovationstreiber ein bisschen rausstellen, ja, und gucken, wo wir im L&D mit Big Data eben Möglichkeiten haben zu punkten. Also Nicole fragt, wie man Talentmanagement mit Big Data darstellen kann. Okay, ja. Potenziale Spannend. Performance, ja, guter Punkt. Soll ich direkt was dazu sagen oder sollen wir erstmal warten, Kannst du bis gerne man. machen, Christian. Kannst du gerne machen. Wenn wir nicht fertig werden, gehen wir einfach rüber auf die Blogseite und machen da Ja. weiter. Also bei Potenzial und Performance fällt mir klassischerweise diese Matrix halt ein, mit der ja Leute bewertet werden. Ich teile mal die beiden Begriffe auf. Also zum einen Potenzial. Wie wird Potenzial bewertet? Wenn ich jetzt auf dieser Skill-Ebene unterwegs bin, reden wir immer gern von dem Upskilling-Potenzial. Also wie leicht ist es für eine Person, entsprechend sich weiterzuentwickeln? Jetzt nicht unbedingt nur aufgrund von, wie hoch in der Hierarchie kann der noch hinausgehen, sondern einfach, wie viel Wissen kann der sich noch entsprechend entwickeln. Das heißt, ich kann mir angucken, wie ich hier vorhin gezeigt hatte, über Distanzen, sieht man jetzt hoffentlich noch, wie arg diese Person mit anderem Wissen verwandt ist. Das heißt, bezüglich Potenzial, wenn der heute etwas macht, was ich in Zukunft nicht mehr brauche als Unternehmen, allerdings sehr nah an anderen Kompetenzen dran ist, die ich in Zukunft unbedingt brauche, dann rede ich hier von einem hohen Potenzial. Jetzt auf Basis von Potenzial in Form von Leistung, also wie hoch kann der noch hinaus in der, wie ist er die Führungskraft der Zukunft? Da kann man zum Beispiel mit so Scoring-Modellen dann umgehen. Also letztendlich ist es ungefähr so, wie ihr es auch manuell machen würdet. Ihr würdet euch angucken, verschiedene Daten über die Mitarbeiter, ne, wie hat er sich in der Vergangenheit entwickelt, wie wird er bewertet. Und auch hier ist es das ähnliche Konzept wie vorhin mit dem Schlüssel. Ich kann mir das natürlich auch maschinell anschauen und somit mit einer Performance-Aussage kommen über jeden Mitarbeiter. Und da kann ich inkludieren durchschnittliche Entwicklungszeit in der Vergangenheit dieser Person, den Job, in der diese Person ist, wie die Person bewertet wurde, ob die Bewertung in den letzten Jahren besser oder schlechter wurde. Also auch hier wieder einfach, ne, was für Daten brauche ich, um jemanden zu bewerten? Und dann das Ganze eben versuchen abzubilden. Haben wir einmal gemacht, aber schon 2 Jahre her, war ganz spannend. Also einfach über die Bewertung einer Person entsprechend Cluster zu bilden. Was sind die Top-Performer? Was sind die ja, Low Performer mal so direkt ausgesprochen und was sind so andere verschiedene Zielgruppen, um dann entsprechend für jede Zielgruppe eine Maßnahme, also auch wieder hier einfach bessere Transparenz zu bekommen und mehr darüber zu erfahren. Ich hoffe, es ist ganz gut beantwortet und einfach nochmal im Nachgang. Jetzt schaue ich nochmal hier rein, da kam noch was von Joachim. Ja, Joachim hat den Haufe Bericht über Conti und eure Zusammenarbeit hier gerade nochmal gepostet. Danke. Ah, super, danke dafür. Gibt's auch nochmal. Prima. Wir sind 3 Minuten vor Schluss. Vielleicht noch ein anderes Case fragen. Wir gucken gleich nochmal drüben auf dem Blog. Das ist Okay, ganz gerne. ganz wunderbar. Da kann man auch nochmal nachlesen. Auch gerne im Verlauf des Tages, auch wenn jetzt jemand sagt, ich muss was raus und muss nachher nochmal drauf gucken. Wir werden selbst auch nochmal drauf sein. Das ein oder andere posten, die Use Cases nochmal runterschreiben, sodass wir da eine gute Sammlung auch zusammen haben. Christian, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich. Und den Kommentaren entnehme ich auch, dass die Teilnehmer auch das sehr spannend und aufschlussreich fanden. Ich sage danke. Ich sag danke Wenn fürs du, Zuhören. genau, was du ja auch schon gesagt hattest, hören wir uns gegebenenfalls am Freitag zum Wrap-up nochmal.
Ja. Dass wir nochmal zusammenfassen, wo wir denn so stehen, was wir alles gelernt haben in der Woche, okay? Ja, sehr Wunderbar. gerne. Danke an Also. alle fürs Zuhören und viel Spaß noch. Alles klar. Und Bis bei Fragen dann. einfach jederzeit melden. Das machen wir. Bis dann, Christian. Tschüss. Ciao. Und hiermit auch Tschüss an alle Teilnehmer. Bis Freitag bzw. bis Donnerstag, wenn wir über